Hallöchen! Ich mache heute endlich mal wieder ein Video für dich und ja, ich lebe ja zurzeit im Zeck im Sommer über in einer Gemeinschaft mit ca. 120 Menschen plus jeder Menge Gäste und da habe ich verschiedenste Forschungsgebiete, über die ich ja ein paar Videos jetzt machen werde. In der nächsten Zeit wird es wieder was geben. Und da habe ich heute halt dieses Thema mit dem sich bedroht fühlen, dann radikal ehrlich und auch mehrere Lieben, Polyamorie, freie Liebe, so Sachen, was für Arten es da gibt. Und das sind alles so Gebiete, wo ich gerade forsche und möchte dich daran gerne teilhaben lassen und dich ja vielleicht inspirieren. In diesem Video geht es um das Gefühl, bedroht zu sein. Das Gefühl, dass das Leben es nicht gut mit einem meint. Und ich habe bemerkt in der Selbsterforschung, dass ich mich ganz oft bedroht fühle durch Männer, durch andere Menschen, die mir entgegenkommen, manchmal durchs Leben. Vom Leben fühle ich mich bedroht, dass es es nicht gut mit mir meint und damit setze ich mich gerade auseinander. Und das ist in so einer Gemeinschaft sehr, sehr schön, weil es natürlich, hier gibt es so viele verschiedene Arten, so viele verschiedene Menschen, die verschiedenste Sachen auslösen. In diesem Video geht es eher um das Gefühl, bedroht zu sein. Nicht um die tatsächliche Bedrohung, aber dass irgendwie Menschen was in einem auslösen, sodass man sich bedroht fühlt oder sodass ich mich bedroht fühle, dass da irgendwelche Triggerpunkte gedrückt werden, also irgendwelche Sachen gesagt werden, die dann in mir auslösen, dass ich mich zurückziehe oder das Gefühl habe, ich muss mich beschützen, ich muss da weg aus der Situation und habe das Gefühl, der meint es nicht gut mit mir oder sie meint es nicht gut mit mir. Da gibt es so verschiedene Sachen, Bereiche, wo das deutlich wird, ne? Zwischen Mann, Frau taucht das sehr leicht auf. Ne, dass Frauen Angst vor Männern haben, das, was ich auch sehr gut kenne. Und dann aber auch unter Frauen zum Beispiel, das kenne ich jetzt weniger, aber das hier in dem Menschen, mit denen ich mich austausche, findet das halt statt, so diese Konkurrenz unter Frauen, wo man sich übereinander tratscht oder dass da ganz leicht diese uralten Muster getriggert werden. Das stammt oft aus sehr alten Zeiten. Und dieses Gefühl von bedroht sein oder dieses Gefühl, dass ich nicht sicher bin, das kann sich auf vielfältige Arten zeigen, dass ich zum Beispiel eifersüchtig bin, dass ich schüchtern bin. Ja, wenn ich schüchtern bin, dann heißt das, da ist irgendwas, wo ich mich nicht traue, drauf zuzugehen, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden, weil ich Angst habe, da zurückgewiesen zu werden. Das kann auch mit Scham zusammenhängen, das kann was damit zu tun haben, dass ich was Schlechtes erwarte oder dass ich ängstlich unterwegs bin. Das sind so alles so, können so Zeichen sein von dem, was im Hintergrund läuft, dass ich irgendwie bedroht mich fühle. Und da gilt es natürlich als erstes mal so ein Realitätscheck zu machen. Ja, ist da wirklich etwas unter uns? Oder ich denke zum Beispiel gerade an so eine Situation, wo ich noch in Berlin gelebt habe und da musste ich immer so durch so eine dunkle Gasse und bin da immer mit einem Gefühl der Angst und des Bedrohtseins durchgegangen, weil ich gedacht habe, boah, da könnte jetzt jemand kommen, ein Mann könnte mich überfallen. Es ist nie passiert in den 4,5 Jahren, in denen ich da gelebt habe und da langgelaufen bin und auch meinen anderen Freunden aus der Gemeinschaft, mit denen ich da gelebt habe, ja, gerade die Frauen, da hat niemand irgendwas erlebt. Ja. Aber diese unterschwellige Angst von bedroht sein, also da, es lohnt sich wirklich, sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen oder mit diesen Gedanken, die dann da einströmen. Ja, da, und das gibt es zum Beispiel auch, das kenne ich auch so, wenn ich einen Vortrag halte, dass ich dann das Gefühl habe, da gibt es ganz viele kritische Stimmen. Irgendwas ist da so bedrohlich was von den Zuhörern irgendwie zu mir kommt, ja? Oder auch hier, wenn ich ein YouTube-Video mache, was kommt da so, ne? Also
ich fühle mich nicht ganz sicher. Und oder auch in der Sexualität, da habe ich jetzt eher so ein Beispiel von einem Mann gehört, dass da auch so eher das sich bedroht fühlt und dann zum Beispiel keinen Hoch kriegt, um es jetzt mal salopp zu sagen, und weil er sich nicht angenommen fühlt, weil er Angst hat, bewertet zu werden, weil er Leistungsdruck hat. Ja, das ist ja sehr verbreitet, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und dass man irgendwas nicht richtig macht. Ja, und das, was es zu nähren gilt, ist dieses tiefe Gefühl, dass der andere es gut mit mir meint. Dass ich gehalten und geborgen bin. Und in der Gemeinschaft, so wie ich jetzt zum Beispiel lebe, das ist so ein, wie so ein Übungsfeld, um da was Neues kreieren zu können. Ja, ich hole mir ein Feedback ab. Ich kann da ehrlich und wahrhaftig, authentisch mich zeigen. Und dann erlebe ich immer wieder, okay, der andere liebt mich, der andere meint es gut mit mir. Und dann kann da in mir was Neues wachsen, ein neues Vertrauen wachsen. Weil ich glaube, das Verhältnis zwischen dem, dass ich wirklich bedroht bin und dem, wo ich mich einfach bedroht fühle, ist sehr... Da gibt es eine große Diskrepanz. Also es ist viel seltener, dass da wirklich eine reale Bedrohung da ist. Und es ist total schade, mit so einem Gefühl durchs Leben zu gehen. Und deswegen wollte ich in dem Video darauf hinweisen und einfach für das Thema wach machen. Und in deinem vertrauten Umfeld, in deinem vertrauten Kreis, dir wirklich da so ein Umfeld zu schaffen, wo du dich sicher fühlen kannst. Um das dann vielleicht auch mehr in der Welt zu leben zu können, ja, wenn du dann da rausgehst. Und das braucht natürlich viel, viel Zeit und viel ehrliches Miteinander, viel Rückkopplung. So. Hier, wie hast du das gemeint? Warum hast du das gesagt? Oder ich war da getroffen und oder ich habe mich bedroht gefühlt, als du das gesagt hast, dass du so auf mich zugekommen bist, so direkt und boah. Also Kommunikation ist da ein Schlüssel, um einfach einen neuen Nährboden da zu kreieren. Statt sich gegenseitig zu sticheln, sich klein zu halten aus Angst, ja, und aus Konkurrenz, aus einem Konkurrenzgefühl, ja, da was Neues dazu zu tun und wirklich ein Miteinander zu kreieren. Ich hoffe, du kannst das in dir beobachten, wenn das so auftaucht mit dem Bedrohtsein und das ja zu bemerken und dann einen Realitätscheck zu machen. Ich lasse das Video an dieser Stelle. Danke, dass du eingeschaltet hast. Hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos, wenn du weiterschauen magst. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, weiterempfiehlst, teile es gerne auf deinen sozialen Medien und lass uns diese Botschaft von Miteinander und friedlichem Miteinander weiter verbreiten. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer, wann du das Video schaust. Ciao!